So. Weg mal, der wollte jetzt gerade angreifen. Jetzt habe ich mal direkt verhindert. Lasst euch das eine Lehre sein! Ja, Entschuldigung, ich bei Kämpfen nicht spreche, aber... So, dann wollen wir das nächste Gebiet heilen. Weil ich mich einfach bei den Kämpfen zu sehr konzentrieren muss, was ich machen muss. So. Damit haben wir auch schon das dritte fruchtbare Gebiet gehalten. Jetzt verwendet sich das auch schon. Es sieht zwar immer noch grün aus, aber es hat ein schöneres Grün. Außerdem mag ich diese Ockerfarben sehr gerne. Ja, und dann sieht der Kessel direkt besser aus mit Schmetterling. Die Dunkelheit ist fort. Es scheint ein Weg hinauszugeben. Ja, und jetzt kommt wieder das Übliche. Wir palabern erstmal mit ihr. Die Ahura brachten Forscher, Mathematiker, Künstler und Poeten hervor. Die besten Gelehrten der Welt kamen hierher. Und jetzt? Jetzt sieht es so aus. Ich kämpfe lieber noch mal gegen den Alchemisten, anstatt mich hier über Poesie zu unterhalten. Oh, das wäre sehr... Ihr seid keine typische Prinzessin. Wie sind Prinzessinnen denn? Zu viel Geld, zu wenig Verstand. Sie wissen nicht, welches Ende des Kamels frisst und welches... Ich weiß, welches Ende eines Kamels was tut. Das ist schon mal schön. Das wissen hoffentlich andere Leute auch. Eine Prinzessin. Eine echte Prinzessin. Was ist mit euch? Wer seid ihr? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Sagt, habt ihr... Ich sage nichts mehr, bis ihr nicht etwas von euch verratet. Also, was macht ihr in der Wüste mit einem Esel beladen mit Gold? Ich war auf dem Heimweg. Von wo? Ja, es kommt nicht drauf an, wo man herkommt, sondern wo man hingeht. Und wie immer, man erfährt eigentlich nie, im Kampfspiel erfährt man was von diesem Prinzen. Jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Ihr habt mir noch nicht gesagt, wo ihr das Gold her habt. Gefunden. Gefunden. Ihr seid ein Dieb. Ich bin Abenteurer. Ihr seid ein Dieb. Ich finde verlorene Reichtümer. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Ein paar Tagesreisen von hier hörte ich von einer Gruft. Ein bisschen graben, ein bisschen verstecken. Vergesst einen Esel. Ich hätte 20, 30 Esel beladen können. Ach, wenn diese Wachen nicht gewesen wären. Trotzdem hatte ich genug, um mir mindestens ein paar Jahre ein angenehmes Leben zu machen. Ihr beraubt die Toten? Viel einfacher als Lebende zu berauben. Na, ja, das stimmt allerdings. Und die Toten brauchen es ja im Prinzip gar nicht mehr. Warum werde ich bestraft? Puh, ich habe ein bisschen Gold mitgenommen. Aber der Besitzer ist ja 300 Jahren tot. Das ist nicht so, als ob er es gebraucht hätte. Sag ich ja. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Wartet jemand auf euch? Eine ganze Welt voller Leute. Gibt es niemanden, der euch nahesteht? Ich bin mir selbst genug. Ich brauche sowas nicht. Wer sich selbst genügt, wird schnell einsam. Und wer auf einen anderen vertraut, wird schnell enttäuscht. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Ihr kennt mich auch noch nicht lange. Und eure Familie? Ich habe keine Familie. Irgendwo müsst ihr doch herkommen. Ja, und ich bin auf dem Weg irgendwo anders hin. Er ist sehr verschlossen. Wollt ihr ein Spiel spielen? Kommt, das macht Spaß. Die Welt geht unter und ihr wollt ein Spiel spielen? Warum nicht glücklich sterben? Was ist das für ein Spiel? Also, ich sehe etwas und ihr ratet, was es ist. Wie soll das gehen? Ratet drauf los. Gras. Nein. Fels. Nee. Das ist ein blödes Spiel. Ich bin einfach mal, ich sehe was, was du nicht siehst. Noch ein Versuch? Nein. Der Weg? Nö. Das ist unmöglich. Es wäre einfacher, wenn wir die Regeln befolgen. Es gibt Regeln? Ja, ich verrate den ersten Buchstaben. Warum nicht gleich so? Ihr habt mich nicht gelassen. Können wir jetzt zum fruchtbaren Gebiet? Ha. Spielt ihr etwa immer noch? Ha. Himmel. Hey, ihr habt es. Ihr seid dran. Ich spiele einfach gerade. Na los, ihr seid dran. Warum? D. Dunkelheit. Ja, können wir weiter? Wow. Also, wir machen jedenfalls Fortschritte. Das ist der geilste Dialog einfach. Die Sonne? Jetzt habt ihr's. War die Sonne etwa richtig? Nein, aber ihr habt die Regeln verstanden. Oh, danke. Die sind ja auch so schwer. Ich dachte schon, ich kapier's nie. Es. Schuhe. Nö. Schal? Nein. Schrein? Aha, nee. Ich geb's auf. Ihr könnt noch nicht aufgeben. Ich geb's auf. Seelenlose Anhänger Arimans. Ein Wunder, dass euch noch niemand die Zunge rausgeschnitten hat. Oh. Ha. Spielt ihr immer noch?
Ha. Geht es jetzt von vorne wieder los? Ja. Wollt ihr das Spiel schwerer machen? Möchtet ihr um einen Einsatz spielen? Nein. Langsam verstehe ich, warum ihr dieses Land liebt. Das sieht schon viel besser aus. Man kann hier frei atmen. Niemand will uns töten, Gras unter den Füßen. Still. Was hört ihr? Nichts. Das ist toll, oder? Bereit, dem sicheren Tod entgegenzutreten? Oh. Dunkelheit. Sieht übel aus, fühlt sich übel an, riecht übel. Dann haben wir das ja jetzt, den Dialog zwischen den beiden, auch erledigt. Und jetzt gibt es hier die nächsten 40. Bereit! Obwohl, hier könnten wir sogar vielleicht die Plattform benutzen. Ich meine, das wäre hier die grüne. Doch, das müsste... Ja, natürlich müsste das die grüne Plattform sein. Das heißt, wir können sogar alle 45 Lichtkammer hier einsammeln. So. Das heißt, wir machen das... Ups. Upsala. Das heißt, wir werden das erstmal in diesem Gebiet machen, also in dem Kessel an sich und dann in den Gängen, wo man zwischen den einzelnen Gebieten hin und her laufen kann. Ich denke mal, das ist eine ganz clevere Idee. So. Dann haben wir hier oben noch welche. Kommen wir da hin? Ich bezweifle es beinahe. Ja. Weiß schon, warum ich bezweifelt habe. Ja, wo sind denn die nächsten Lichtkeime? Hahaha. Ha, ha. Lustig. Nein, das klappt auch nicht. Oh, das ist aber knüppeliger. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, als ich das erstmal gespielt habe. Da müssen wir hoch. So. Da müssen wir aber definitiv hoch. Hey! Ups, das ist die. Oh je. Okay, alles wir gehen in jetzt. Ordnung? Das wird schon. Einmal hier. Oh, was ist hier? Ah! Ah! Found it. Nein! Ja, das ist jetzt das Dumme daran. Man muss wirklich genau gucken. Ihr bist ja zu weit. So, das müsste doch jetzt passen. Quasi. Ja, das ist doch jetzt... Komm schon, ja. Und jetzt schubst du. Ihr könnt damit nicht aufhören, was? So, und jetzt haben wir, sehen wir dort die grüne Platte und wir müssen eigentlich nur drauf springen und jetzt können wir direkt hier hochlaufen und Elika teleportiert sich durch die Platte mit Frau Lusau. Ich darf hier laufen. Und natürlich müssen wir den tollen Gegenständen ausweichen. Oh Gott, wird mir schlecht dabei. Was anderes kann man dazu nicht sagen. So. Dann haben wir auch diese 5, das sind ja die 5, die immer mit der Platte erreichbar sind. Und das heißt, wir müssen noch einmal, gehen wir noch einmal alles durch, um zu sehen, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Dafür sind die Platten halt relativ gut. Das mit dem Laufen geht ist später auch schwerer. Aber das soll uns jetzt nicht aufpassen. Oh, da kommen wir da unten haben wir ja noch einen. Ja, denn da war ich ja auch gerade gar nicht. Hahaha. Gehen wir. So, jetzt haben wir sogar schon 100. Das heißt, uns fehlen auch nur noch 70. Das ist auch ein tolles Argument. Uns fehlen uns nur noch 70. Oh je.